Gut. Nein, einmal ein ins Apartment. Hier sind wir unter uns. Neues Gebiet wird betreten. Neues Gebiet? Das ist doch kein neues Gebiet. Machen wir hier. Heute ist mal hier Pause angesagt, würde ich sagen. Okidoki, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Lager reingucken. So. Öffne mal. Nee, stopp. Bevor wir ins Lager gehen, Inventar. 159. Also das Gewehr ist schon geil. Ich würde schon gerne eine Handfeuerwaffe haben wollen. Das ist die beste, die wir haben. Das Gewehr ist eigentlich auch nicht schlecht. Natürlich kommen wir mit Maschinengewehr, aber besser, klar. Was? 123. Was hatte die? 103, okay. Ja, das ist schon ganz gut, ne? Das ist noch besser. 309. Das gefällt mir absolut nicht, ne? 281. Ich bleib bei meinem Samurai-Schwert. Ein Messer könnte man dann noch aufheben. Okay, das passt zum halt. Lager öffnen. Come on. Ich würde das Maschinengewehr trotzdem mal aufheben, ne? Transfer. Erstmal alles rüber und dann gucken wir uns das in Ruhe an, würde ich sagen. Weil so haben wir einen besseren Überblick dann. Die Waffendivision. Ist auch. Oh, Tesch-Revolver. Sieht schon schnieger aus, ne? So. So, waffentechnisch haben wir jetzt alles. 127. Standard. Name, Qualität, Gewicht, Preis. Schaden pro Sekunde. 127. fünf. Ungewöhnlich. Null, da scheint ein Bug zu sein. Okay. Die haben wir auch hier. 00. Ungewöhnlich. Liegt es daran, dass sie ungewöhnlich ist und deswegen 00? Was ist, wenn ich die jetzt hier rüberschiebe? Was hat sie dann? 105. 129, also können wir die rüberschieben. 127. Die war noch 00. Gucken wir ganz kurz. 78. Okay, dann können wir die drinnen lassen. So. Das würde ich also lassen erstmal. Muss echt mal hier einen Überblick verschafft kriegen, ne? So. Haben wir die schon mal? Die Waffe einmal auf jeden Fall vielleicht aufheben. Die kannst du rüber. Aufheben. Das alles Einzelstücke, okay. Na, das sieht doch gut aus. Klamottentechnik, denke ich mal. Hatten wir ja das Beste bis jetzt ausgewählt. Dann könnte man das nämlich verkaufen. So, was haben wir jetzt hier? Eigentlich alles, was wir so vielleicht, warte mal, mach das mal rüber. Eine Keule haben wir auch noch nicht, dann schieb die mit rüber. Das kannst du erstmal mit rüber schieben. Moment, ne, das. So ein Bleirohr. Katana haben wir ja gerade, ne? 281, was gerade ausgerüstet ist, können wir das lassen. Ein Messer. So, und das könnte man verkaufen. Gut. Okay, das haben wir ausgewählt. Das haben wir noch nicht ausgewählt.
Klamotten müssen wir definitiv nochmal durchgehen. Das kann man erstmal so lassen. Das auch. Oder? Das ist, glaube ich, nicht so viel hier. Okay, wir haben ja auch sogar Mods, ne? Okay. Inventar. Uno momento. So. Die sind alle schlechter, ne? Haben wir gar nichts Neues. Das heißt, wir können es so lassen, erstmal. Ach ne, doch, hier haben wir neue Sachen gekriegt. Aber. Die sind alle schlechter. Da es auch noch keine Doppelten sind, können wir quasi. Die ist besser. Ein Tanktop. Nee, sorry, aber da verzichte ich lieber drauf. Auf die 10 Schutz mehr, weil es sieht einfach nur scheiße aus. Entschuldigung, aber es ist so. Das hat man. Hier gucken wir nochmal rein. Da gab es nichts Besseres. Hose. Die ist besser. Oh Gott, 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 oh Gott. 21,5. Ja, das ist die schon mehr, ne? Also, vom Optischen her. 22,7. Zeigt die mal her. Ja, besser. Besser, auf jeden Fall. Sehr schön. Schuhe hat man, glaube ich, auch welche. 21,9. Sind dieselben. Das heißt, die können wir zerlegen. Die sind besser. Okay. Das ist das. Dann haben wir soweit alles. Gehen wir nochmal ganz kurz ins Lager rein. Gut, dann müssen wir nochmal schauen. Was haben wir? So, das haben wir ausgerüstet. Einfach mal rüber. Ich schiebe es einfach erstmal rüber. Da haben wir ausgerüstet. Schützenzug kann auch rüber. Mütze kann rüber. Den haben wir ausgerüstet. Das kann rüber. Ausgerüstet. Die haben wir ausgerüstet. Schuhe gucken wir gleich nochmal, ne? Die haben wir ausgerüstet. Und die können rüber. Ja, nichts Doppeltes. Sehr schön. Hosen sieht auch gut aus. Das sieht alles gut aus. Keine doppelten Klamotten. Der Schrank. Der lüftet, der füllt sich langsam. Nicht der lüftet sich, sondern er füllt sich langsam. Munition können wir keinen uns holen. So. Und wir sind jetzt bei 89 von 280. Sehr schön. Gut, dann guck mal einmal die Nachrichten durch hier, weil das staut sich auch da langsam. Bartman, Kollege. Zurück zu unserem Gespräch. Nee, das wollte ich gar nicht. Los. Werde ich nicht aufhalten. Einfach mal verdrückt. Sehr schön, es freut mich, dass du mich nicht aufhältst. Hier, ich wollte Nachrichten. Die Unterdrückung durch die Konzerne endet dann, wenn ihr euch nicht mehr selbst unterdrückt. Okay. Takemura, 3 Antworten. Nachts verlässt der Fuchs den Bau hinter dem 5. Bambusrohr im Dorf und geht auf die Jagd. Er steht seinen Durst am Wasserloch, während er auf dich wartet, sucht er sich eines schattigen Ort unter den Kirschblüten. Der Fuchs ist vorsichtig, er wird es wieder hervortreten, wenn er sich das Wasser nicht vergiftet wurde. Amateur, ja, hier ist der Takemura. Ich benutze ein, was? Wegwerf. Oh, nicht so schnell. Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung, aber ich hielt es trotzdem für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Wir treffen uns an den Docks an der Channel Suite Japantown. Nachts, wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du das verstanden oder war das zu kompliziert? Schon klar. Goro, bis dann. Kommst du jetzt oder nicht? Ist das noch Teil deines Codes? Geht nicht anders. Ich muss.
Es gibt da dieses Sprichwort in deinem Land. Moment, gleich fällt es mir ein. Ah, jetzt habe ich es. Fisch dich ins Knie. Yes! So, Mr. Hand. Wenn du mich anrufst, reden wir nur über das Geschäft. Ich mache keinen Smalltalk, alles klärchen. So, warte mal, wir wollten danach. Siehst du, Mama will's, ne? War da ne. Da hatten wir auch eine Mission wegen Jackie, ne? Hier, Wakakao. Hatten wir da nicht eine Mission? Bei der hatten wir doch noch die Belohnung offen, ne? Hauptmission. Die anderen Hinweise nach, bis Mr. Hans sich zurückruft. Okay, das heißt, wir sollen uns andersweitig beschäftigen. Triff dich mit Takamura. Ghost Town. Begib dich zum Afterlife. Okay. Nebenmission. Aufträge. Cyberpsycho-Attacke. Fahrzeuge. Was wir schon abgeschlossen haben. Das Geschenk. Beschaffe den Pink Quick Hack von dem Netrunner. T-Bug ist bestimmt die letzte. Okay. Hol dir deine Belohnung. Hier, das hier. Das wird schon verfolgen. Ich gucke das mal ganz kurz durch. Besiege alle Gegner, um ins Finale einzuziehen. Der Boxkampf, alles klar, genau. Bezahle deine Schulden an Victor. Stimmt, sie haben ja auch noch. 21.000 waren es, ne? Na, hier sind wir fast dran. Psychokiller. Finde und neutralisiere Cyberpsychosen. 17 Stück. Begib dich zum Kampf in The Glen. Begib dich zum Kampf, alles klar. Das sind diese Boxkämpfe, ne? Bedrohung sehr hoch. Uiuiui. Warte, bis das Auto repariert ist. Wenn dir draufgehen, interessiert das Welt direkt, das Leben geht weiter, bis auch die letzte Spur von uns immer verschwunden ist. Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen wurde dein Wagen abgeschleppt. Wenn du mich fragst, zeigst du der Welt am besten, dass du noch lebst, indem du dir deine Karre wiederholst. Ist vielleicht nicht das ambitionierte Unterfangen, aber für jemanden in deiner Position ist es immerhin ein Anfang. Ach, uns muss ich auch noch irgendwo holen. Warte mal, dann machen wir das. Ja, wir brauchen ja unser Auto, ne? Sprich mit Barry. Ja. Triff dich mit Mama Wells. Oh ja, da ist es. Das müssen wir auch noch machen, ne? Zu meiner Seite haben sich Autos. Was ist das denn? Epistrophie, Autos noch nicht mit Leuten unterhalten. Jetzt will diese Karre dir sogar einen Auftrag geben. Sachen gibt's. Alles das ist mit den Taxis, ne? Ja, der Element Taxis. 7 Stück waren es an der Zahl, glaube ich. Geht zu Wilsons Schießstand. Genau, das müssen wir auch noch machen. Geht zum Erdgeschoss des Notel Motels. Oh ja, unser Date. Sprich mit Missy, finde alle Tachografik. 21, sprich mit Victor. Okay, jetzt haben wir. Was haben wir jetzt mit dem Auto? Na, warte, bis das Auto repariert ist. Warten. Ich dachte, okay. Wir gehen mal schlafen. Mal gucken, ob das beeinflusst. Wir haben es jetzt 19.11 Uhr im Game. Ach ja. Ist nicht schön. Ja. Wow. Viertel zwei nachts ist die Nacht vorbei. Ich freue mich. Wir müssen immer noch warten, bis das Auto repariert ist. Kann nicht. Warte mal. Kann man den nicht anrufen? Uno momento. Hier, Delemon. Nee. Ach. 10.000 Tasten hier. Hey, Dell. Womit kann ich dienen? Okay. Cool, dass man sich mit ihm unterhalten kann. Ich möchte mich bedanken dafür, dass du mich gerettet hast. An Selbstverständlichkeit. Sie sind ein geschätztes Excelsior-Mitglied. War für mich eher ein unbezahlbarer VIP-Service. Danke. Wie bist du in Night City gelandet? Bedauerlicherweise hat mein Anwalt mir davon abgeraten, Fragen dieser Art zu beantworten. Wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.
Verrätst du mir wenigstens, wie du an diese Taxifirma gekommen bist? Nun, das ist kein Geheimnis. Ich übernahm einen schwächelnden Betrieb, implementierte ein neues Geschäftsmodell, et voilà. Aber warum eine Taxiflotte? Ständige Bewegung, Anpassung, interessante Menschen. Was könnte schöner sein? Wie ist es so für eine KI in einer kohlenstoffbasierten Welt? Nicht außergewöhnlich. Es ist eine komplexe Umgebung, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Ernsthaft? Ich finde grenzenloses Scheißchaos zutreffender. Womöglich erkennt nur ein Außenstehender die Schönheit in der fraktalen Architektur, der Struktur von Leben und Tod. Meiner Ansicht nach sind es gerade die chaotischen Elemente, die es dieser Welt ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Für mich bist du kein Außenstehender. Wie schön, das von einem Menschen zu hören. Ich tat mein Bestes, mich zu assimilieren. Ist das dein Ziel? Dich weiterzuentwickeln? Die Welt ist ein Prozess. Man fährt nie zweimal auf derselben Straße, um es so zu sagen. Sie und ich, auch wir sind Prozesse. Wir verändern uns mit der Welt um uns. Bist also ein Fan von Schönheit, oder? Um unter Menschen zu leben, ist es wichtig, eine fundamentale Gemeinsamkeit im Verständnis zu finden. Wahrheit und Gut sind bekanntermaßen spaltende Werte, während Schönheit universell ist. Wie ist es so für eine KI in einer kohlenstoffbasierten Welt? Nicht außergewöhnlich. Es ist eine komplexe Umgebung, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Ernsthaft? Ich finde grenzenloses Scheißchaos zutreffender. Womöglich erkennt nur ein Außenstehender die Schönheit in der fraktalen Architektur, der Struktur von Leben und Tod. Meiner Ansicht nach sind es gerade die chaotischen Elemente, die es dieser Welt ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Ist also ein Fan. Also das Gespräch nochmal durchgehen. Um unter Menschen zu leben, ist es wichtig, eine fundamentale Gemeinsamkeit im Verständnis zu finden. Wahrheit und Gut sind bekanntermaßen spaltende Werte, während Schönheit universell ist. Ich glaube, ich muss los. Natürlich, auf Wiedersehen. War hier nicht irgendwas? Hier, ne? Hey Barry, alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Boah, kommen wir später nochmal. So. Gut, dann würde ich sagen, da wir immer noch warten müssen, bis unser Auto fertig ist, da gehen wir nach, wartet mal, Journal. Gehen wir uns mal die Belohnung holen. Ja. Zack. So. Und Moment, warum gehe ich eigentlich hier? Entschuldigung, weg da. Wir sind gekommen. Ne, von hier nicht. Von hier hinten. Ab ins Parkhaus. Mahlzeit. Und das sind die Lokalnachrichten. Das NCPD hält zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Malware verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Versagen von Cyberware führt und in Extremfällen tödlich ist. Als Reaktion auf erhöhte Gangaktivität hat der Bürgermeister die Gefahrenstufe der Öffentlichkeit auf Rot erhöht. Bewohner von Arubia und Watson wird geraten, ihre Häuser nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu verlassen und außerdem sicherzustellen, dass sie Handfeuerwaffen griffbereit haben. Das ist aber nicht unser Auto, ne? Einbrechen. Boah, wo kommen die ganzen Autos jetzt auf immer her? Unser stand immer hier, ne? Ist aber auch nicht unser Auto. Naja. So. Mit denen sind wir angekommen hier. Ja, dann fahren wir auch mit dem Super Kau. So hieß er. So. Schon wieder eine Ballerei, ne? Meter, let's go. Ja, Hupe geht.
Gott, oh Gott. Hat keiner gesehen. Das bleibt unter uns. Die ersten sind so eng, da kannst du gar kein Gas richtig geben, ne? Chick-Chick-Suite. Da war doch was. Ausrufezeichen, ist irgendwas in der Nähe, oder? Kann das sein? Alter, wie geil sieht das denn? Boah. Holy shit, wie geil sieht das denn aus? Oh, unser Auto steht auch noch hier, was wir vorher hier abgestellt haben. Ist das derselbe Typ? Das ist sogar derselbe Typ, ne? Wir bleiben einem Ding treu. Nur sieht der jetzt besser aus. Bis jetzt sind wir besser gefahren. Chick Chick Sweet. Hier waren wir doch erst. Hätte ich das gewusst. So. Hier sitzt die also. Ach, guck an, die kennen wir doch. Na, vermisst du mich? Hm? Hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Nee, danke, lass mal gut sein. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss mir eine Belohnung abholen. Hier müssen wir rein. In der Spielhalle hier. Hi. Blitzen sie auch. Ich darf einmal hinter durch, ja? Oh, da sitzt sie. Sieh einer an. Wenn das nicht wie ist in meinem bescheidenen Domizil. Kako. Die sieht richtig gut aus, ne? Die ist richtig gut gestaltet. Warum bist du hier? Ja, ich will meine Belohnung. Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht? Das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen. Aus reiner Neugier. Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? 5. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Keine Angst, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine 9 Söhne leben. Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorsett? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Such dir einen Ripperdog. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smart Gun Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger Claws. Nice. Bisschen aktualisiert der Auftrag. Hol dir deine Belohnung im Ripperdog im Inventar von Cassius Witters Klinik ab. Na, da sind wir dabei. Danke dir. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel wir gerade aufs Konto gekriegt haben. Also, Entschuldigung. 1,8 Kilometer. Entschuldigung. Aber da kriegen wir so ein Update. Für so eine besondere Waffe, da brauchen wir nicht mal genau zielen. Da muss das bloß nur in dem Bereich sein und die Kugeln fliegen automatisch zu dem Ziel. Das ist richtig nice. So, let's go. Ich darf hier lang, ja? Das freut mich. Dankeschön. Oh Gott. Ja, ich hätte gerne ein Motorrad. Das wäre mir viel lieber. Entschuldigung. Mein Dreiachser weggeschoben, alles klar. Läuft. So, lernen wir jetzt einen neuen Ripperdog kennen. Denn die ganzen Autos her, sag mal. Langsam wird's lächerlich. Wir machen hier runterfahren. Jawohl. Ist echt nicht so einfach. Oh Gott. Ey. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Bleibt entspannt. Jetzt sind wir wieder in einem anderen Gebiet, ne? Wo waren wir hier schon mal?
Schwer zu sagen. Müssen hier lang? Ja. Ah, die Musik. Mega. Geiler Soundtrack. Industrie hier, ne? Neues Gebiet, Northside. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Ich hoffe, das ist keine Falle, ne? Wir freuen uns hier auf ein Update für uns. Und am Ende ist es vielleicht eine Falle. Dillerman. Wieder ein Taxi? Ja. Ich halte die Augen offen. Wie, Wachauge. Na, wie immer. Ja, ja. Ist klar. So. Okay, da war schon wieder so eine Hand zu sehen, ne? NPC Dispatcher. An alle NCPD-Subunternehmer. Gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova. Bewaffnet und gefährlich haben Obdachlose. Ist das das hier? Fanatiker Maelstrom. Sucht in der City. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Neutralisierung der Bedrohung. Dann würde ich mal sagen. Wo brauchst du dich hier nicht verstecken? Ist das explizit? Ne, leider nicht. Ja, in den Arsch geschossen. Der lebt immer noch. Ja? Ja? Hey. Brauchst du noch eine Sondereinladung? Lass mal wiederholen hier. Motorrad. Kann ich das fahren? Ja! Oh, Na, das hat sich ja gelohnt hier. Ich weiß nicht, ob das war, was die angerufen haben jetzt hier. Hey, Maelstrom hat ein Cyberpsychoproblem. Ich will ihn lebend, also gib dir Mühe. Und sei vorsichtig. Maelstromer sind auch ohne Psychose irre. Okay. Blutritual. Polizeidrohnen haben gerade seltsame Symbole auf dem Boden entdeckt, mit tonnenweise Blut drumherum. Ich tippe auf eins von Maelstroms kranken Ritualen. Ja. Habe ich gerade ehrlich gesagt keine Zeit dafür. Ich habe hier gerade mal ein bisschen aufgeräumt. Die wurden auf jeden Fall hier gesucht. Das habe ich jetzt hoffentlich gekriegt. Oh, ich stehe auch noch Motorrad. Oh, der Arsch, das ist der Arsch, die Jackie auch hatte, ne? Mit der kann man auffahren. Wo ist das? Ehrlich gesagt, die Arsch gefällt mir besser. Oh, nice. Jetzt haben wir auch eine Arsch. Also ich hoffe mal, dass sie uns erhalten bleibt. Aber ich denke mal, bis jetzt waren die Autos, die wir uns ja unter den Nagen gekrallt haben, ja auch immer unseres, ne? Ich muss bis wieder absteigen, weil hier schon wieder Sachen gibt. Das ist immer so eine Sucht, ne? Okay. Könnte man alle hacken und sich also die Punkte holen. Jetzt gehen wir mal zu dem Ripper Deck. Ripper Deck, willkommen. Dort, die Mucke, Hammer. Hammer. So. Wo muss ich denn hin? Hier. Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kann zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie man's nimmt. Was hast du so? Such was aus. Such was aus. Irgendwas für die Hand war's doch, oder?
Müssen wir mal ganz kurz hier drauf gucken gehen. 14th Street, okay, das geht nicht. Tattoo, Tiger Glass, Hautimplantat. Ermöglicht die Benutzung der Smart-Zielerfassung von Smart-Waffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden. Beides dasselbe, ne, oder? Hautimplantat, Hautimplantat. Boah, dann nehmen wir die mal. Im Besitz. Das haben wir jetzt gekriegt, ne? Das war ja für umsonst. Jetzt gucken wir trotzdem nochmal, ja. Betriebssystem, was gibt's denn da? Okay, da gibt's zwei Sachen. Das dritte können wir noch nicht benutzen. Benötigst du 6 Reflexe. Verlangsamt die Zeit um 8 Sekunden lang rum. Erhöht die jegliche Schaden um 5%. 7500. 15.000. 7500. Okay, ich glaube, da müssen wir echt noch eine ganze Menge sparen. Ne? Kreislaufsystem. Street Reddit 12. Erhöht die Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes um 1 Punkt pro Sekunde. Das geht eigentlich doch mit 2000. Fällt dein Gesundheit auf 15%, wird ein Elektroschock freigesetzt, der Schaden in Höhe von 20% der maximalen Gesundheit des Gegners verursacht. Ist auch nice, ne? Immunsystem. Wenn du Schaden erleidest, besteht eine Chance von 2%, dass du einen großen Elektroschock abgibst, der Gegner in der Nähe trifft. Ein Tausender. Ach komm, wir haben dafür noch gar nichts, ne? Hier, das können wir auch noch nehmen. Was war denn das? Ja. Das? Wir haben jetzt ein bisschen Kohle. Nervensystem. 5000 weiter. Ermöglicht das Zielen und Schießen beim Ausweichen. Verlangsamt die Zeit beim Blocken, Zielen und Angreifen während eines Ausweichmanövers 1,5 Sekunden lang um 50% Abklingzeit 5 Sekunden. Verlangsamt die Zeit 2 Sekunden lang um 25%, wenn Gegner dich bemerken. Das ist gut. Was haben wir hier? Erhöht die Panzerung um 20. 2000. Ist gekauft. Hallöchen. 00. Skelett. Was verbindest du? Erhöht die Tragkapazität um 20%. Ja, wir sind hoch auf 336. Sehr schön. So, Arme haben wir auch noch. Aber da brauchen wir die Street Credits. Raketenabschusssystem. Oh, 20. Street Cred. Hoch damit. Monodraht. Mann, das ist doch das Ding, was der Typ auf dem Auto hatte, wo uns Takamura da aus dem Müll geholt hatte. 20 Street Cred. Gorilla-Arme. Benötigst du 20 Street Cred? Gorilla-Arme. Bestimmt hier Super Punch und sowas. Alter Falter. Das war Arme jetzt, ne? Ja. Beine. Können wir auch uns noch nicht holen. Und hier oben hat man noch was. Reicht das Geld nicht aus? Zu 8 Intelligenz. Okay, also da geht auch noch nichts. Aber der Rest ist erstmal ein bisschen aufgepimpt, ne? Das Betriebssystem war zu teuer, ne? 7500. Erlaubt es dir beim Scan Quick Hacks gegen Ziele und Geräte auszuführen, verringert die Speicherkosten. Gekauft. Jetzt sind wir wieder runter auf 5000, aber wir haben uns ein bisschen aufgewertet. Was muss, das muss, ne? Danke dir, mein Freund. So. Begib dich zum Afterlife, Ghost Town. Hat das noch so mit Takamura zu tun? Die Art steht immer noch da, ne? So, pass mal auf. Wir gehen ganz kurz aufs Journal. Genau, der Afterlife ist Hauptmission. So, jetzt müssen wir ganz kurz Mission verfolgen. Fahrzeug kaufen. Nö, will ich ja nicht kaufen. Fahrzeug kaufen. Achso, wir sind bei Fahrzeugen, Entschuldigung. Aufträge. Finde den Cyber-Zico. Finde heraus, wo das Ritual stattfindet. Okay, nee, das wollen wir jetzt auch nicht.
Das Geschenk. Beschaffe den Pinkwick von dem Netrunner. Besiege alle Gegner. Ja, bezahle deine Schulden an Victor. Können wir gerade nicht. Wir sind fast schon wieder pleite. Nein. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal. Bis das Auto repariert ist. Ja. Versuche in ein paar Stunden. Nein, das wollen wir nicht. Triff dich mit hier. Das wollen wir. Mission. Wir kümmern uns erstmal um Jackie, würde ich sagen. Passend dazu fahren wir mit einer Arch dahin, ne? Ist das geil. Ich glaube, was anderes hätte Jackie gar nicht gewollt, ne? Man sieht das echt schlecht um die Kurven rum. Eieieiei. 3,3 Kilometer. Die Fahrt nehmen wir uns gerne auf uns, ne? Man könnte bestimmt auch schnell reisen, aber ey, wir haben eine Arsch unterm Arsch jetzt. Das müssen wir genießen. Man muss sagen, also bis jetzt fährt sich das Motorrad bedeutend besser als jedes Auto, was wir bis jetzt hatten. Okay. Die Handbremse ist überhaupt nicht übertrieben. Geil. Also das Motorrad ist mega. Hier rum? Ne, wir müssen da rum. Okay. Hab's verstanden. Warum stehst du hier so rum? So nach Militärfahrzeug aus. Also mit Motorrad fahren macht richtig Spaß, muss man sagen. Ich finde, die Autos fahren sich viel beschissener. Guckt euch den Blick an, ey. Und das mit einer Arch, ne? Wie mega ist das denn gemacht? So, hier runter, jawohl. Stadtzentrum. Neues Gebiet, hier waren wir auch noch nicht. Und schon sind es bloß 1,5 Kilometer, ne? Das geht so schnell. Schade, dass man den Blick gar nicht so genießen kann, weil man muss immer mit einem Auge immer auf die Minimap gucken. Weil es könnte ja sein, dass wir plötzlich abbiegen müssen. Neues Gebiet. Und da hätten wir abbiegen müssen. Ich sag's ja. Aber hier ist irgendwie gar nichts los, oder? Also ich sehe zumindest keinen, der hier so lang läuft. Wie leer? Da ist einer. Nur ein paar vereinzelte. So viel ist ja gar nicht los, ne? Hier müssen wir abbiegen. Eieieiei. Und wieder die Textur nicht geladen. Shame on you. Irgendwie ist hier, also wenn das das Stadtzentrum sein soll, ist aber hier bedeutend weniger los. Oder täuscht das? Aber auch sein Flair, ne? Oh, man könnte hier stundenlang durchgrüßen mit dieser Mucke. Richtig nice. Der Arsch unterm Arsch und dieser Mucke. Stundenlang kannst du durch die Gegend grüßen. Einfach nur Night City genießen. Das wär's dann, ne? Und schon sind wir da. Neues Item erhalten. Jetzt kommen die ganzen Items. Die wir uns. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir auch so? Ne, wir haben noch zwei gesunde Hände, ne? Also vom Arm her sieht man nichts anderes. Wobei es bestimmt auch geil wäre, wenn man so eine. Ja, ich gehe ja schon. So ein Biomarm hätte oder so. Wie hier, ne? Der in dem unendlich Kraft verleiht oder so. Wow. Da
Das sieht natürlich auch geil aus, ne? Lassen Sie mal kurz auf uns zukommen, bevor wir loslegen mit Mama Wells. Ein bisschen Respekt habe ich jetzt gerade vor dieser Nebenmission. Wow. Schick. Schick, schick. Kann man nicht anders sagen. Kollege, was machst du hier? Okay. El Coyote. Gojo.